ist in Holland groß ging bis 1943, den 1. März, wie wir dann auch verstoppt waren, so wie Anna Frank auch verstoppt war, die übrigens auch in Deutschland geboren ist, wo der Papa auch am Ersten Weltkrieg war, mein Papa war auch am Ersten Weltkrieg. Sie waren alle zwei Offiziere am Ersten Weltkrieg. Mein Papa hat dann noch das Eiserne Kreuz gekriegt und all die Sachen mit. Das hat ihm aber auch nicht geholfen, 1936, wo wir dann Asyl kriegt zu Holland, bis wir dann final mal verhaftet sind am 1. März 1943. Werde du verstoppt? Ja, an dem Moment waren wir verstoppt, anders sind wir verurteilt gehen. So wie Anna Frank und seine Familie auch verurteilt sind. Ja, das sind ganz viele Parallelen, ne? Sind immens viele Parallelen. Wie wir verhaftet sind, erst waren wir 11 Monate zu Westerbork, das war das Opfanglager von den Juden von Holland. Mhm. Da sind 100.000 Juden. Das Rassemblement gewesen, oder? Das Rassemblement von in Holland waren ungefähr 115.000 Juden krieg. Davon sind 100.000. Ja. Davon sind 100.000 sind aus. Aus Holland dann um Osten geschickt gehen. Es wusste nie, kein wusste, wo geht der Zug hin. Außen war dann geschrieben, Auschwitz, Sobibor, Birkenau, Buchenwald, alles nimmt, die kein Kant wird. Und wir sind dort geblieben bis den 31. Januar 1944. Andere haben dann auch ein Bescheid gekriegt, dass wir dann, oder mein Papa, meine Mama, mein Bruder und ich, dass man auf dem nächsten Zug, den 1. Februar 1944, auf dem ersten Zug nach Bergen-Belsen geschickt ging. Westerbork war so angedeelt, dass all Dienstes ein Zug mit bis zu 2000 Leuten nach Osten gefahren ist. Wir wollen, und das expliziere ich auch an jungen Leute, wir kein Handy hatten, kein Radio hatten, kein Fernsehen hatten, keine Zeitungen hatten. Kein wusste, wo es hingeht. Keine Information. Nichts, null. Mhm. Wenn ich wirklich die Population verdummelt verkaufen, muss alle Kommunikationen aufgeschaltet gehen. Und wir waren auch in Isolation. Und dann sind wir zu Bergen-Belsen auch gekommen. Da weiß ich dann, die Jugend, weiß ich ein Foto, von wie so ein Zug ausgesehen hat. Das waren Viehwaggon. Und dann hat er zwei Barrel da dran. Den einen war gefüllt mit Wasser, den anderen war eitel. Auf dem Boden war ein bisschen Stroh. Und dann sind die zugegangen. Und die eitel Barrel, die war am Anfang für sein Besuch zu machen. Das waren zwischen 60 und 75 Leute an so einem Waggon. Das waren Ehler, Junker, Männer, Frauen, Kinder, Mädchen, Jungen, alles beinehmen. Und da hat ihn effektiv seine Dignität humain hat ihn da verloren. Weil, wenn ihn am Cura Publicum für ein lateinisches Wort zu nennen, sein Besuch muss machen, ohne dass ihn abgeschirmt ist, mit Leichen auf der Boden, die Leien, dann ist die Dignität humain es passé. Und da sind wir dann auch gekommen zu Bergen-Belsen. Da haben sie alles ausgeladen. Die Leichen haben sie auf den Perron gelegt. Und der Rest ist dann zu Fuß 6 Kilometer von der Soi-Disant-Gare von Bergen nach dem KZ Bergen-Belsen zu Fuß gegangen. Und wenn ihn an dem Weg dann an bestimmten Moment keine Kraft mehr hat, um weiterzugehen, da waren immer ein von den deutschen Soldaten, ich will nicht immer da preisen, mit deutschen Soldaten waren immer da, ob das SS oder Wehrmacht oder SA war, wenn sie gesehen haben, dass der Mann sowieso oder die Frau oder das Kind nicht mehr weiter kann, dann haben sie ihm einfach ein bisschen aus der Welt geholt, einen Schuss in den Genick, und da war das Problem auch gelöst. Es wusste ihn just, muss nicht fallen, muss weitergehen. Und konnte ich dann noch für meine Eltern, ich kann mich da zwar nicht erinnern, aber ich habe natürlich andere Geschichten gelesen, dann haben die Eltern sich just um die Kammer gekümmert. Und wenn sie dann noch ein paar Kleider hatten, oder tun sie einfach Leihe gelos. Und dann sind wir auch gekommen am Lager. Und, ich bin ja nicht groß, und ich war in der Zeit ziemlich groß für mein Alter. Und dann wurde ich mit meinem Papa zusammen an Männerbaracken geschickt, an Männerlager.
an meinen kleinen Bruder. Die sind doch getrennt gehen. Wir sind doch getrennt gehen. An meine Mama mit meinem Bruder, die sind an Frauenlager gekommen. Und man konnte sie zwar gesehen, aber der Kontakt direkt war nicht da. Ja, und dann hat mein Papa den hat dort Felder geschafft. Ein Mann, der noch nie etwas landwirtschaftlich gemacht hat. Vom Beruf war er Präsident vom Oberlandesgericht gewesen zu Düsseldorf. Meine Mom, die kommt aus dem Milieu von Gustav Mahler, etc., etc., etc. Ich brauche hier nicht weiterzugehen. Die hat auch nie geschafft. Das heißt, meine Mom, die ist dann Hauptlatrinen-Putzkommando gegeben. Und die und dann die Latrinen, das waren groß Breder mit Löcher dran. Und da hörte dann an, entweder bei der Frau oder bei den Männern, da sich drauf gesagt. Das waren auch die Latrinen, waren auch da, wo am meisten Informationen ausgetauscht gingen. Wenn wir zwei neben den einen auf eine Latrine setzen, dann können wir mit den einen schwätzen. Das ist auch Kind, die nice auflauscht. Hauptsächlich vielleicht der Mann haben drunter für drun. Aber ja, mein Mann, die hat Latrinen gebotzt. Mein Vater den hat draußen auf den Feldern geschafft. Ich habe an der Schung geschafft. Wir haben Schung aus den Ehen geholt. Weil die Schung, erstens war Leder dran. Das heißt, die Leder mussten separieren von den Säulen. Die sind mit Waggon sind die nach Bergen-Belsen gekommen. Und wir haben dann die Schung aus den Ehen geholt. Die Origin von der Schung haben wir in dem Moment natürlich nicht gekannt. Mhm. Aber es waren alle Schung, die aus den Gaskammern oder von den Leuten, die an der Gaskammern ermordet sind, das waren hier schon, haben wir hier aus dem Ehen geholt, eine Seite ein bisschen Leder, die andere Seite hacken. So, und das habe ich gemacht. Wenn ich dann auch noch zufällig ein paar schon zusammen konnte fanden, was natürlich nicht einfach ist, dann hat ihn dann ein extra bisschen Sop gekriegt. Zweimal den Tag haben wir etwas zu essen gekriegt. Das war morgens ein Stück Brot, was natürlich auch kein frisches Brot war. Ein soi-disant Butter. Und dann mittags war dann ein Sop, was der sogenannte Fleisch dran, wo es aber kein bis heute noch nicht, was für Fleisch das war. Ob das ein Diner Chinois war mit dem Mup dran oder ob das etwas anderes war. Da haben wir von gelebt. Und ich habe dann alle Ofens und ich neben meinem Papp geschlafen. Wir hatten zwei Kuvertüren. Und jeder für einen war hat 10 Kuvertüren, wir haben die zwei übernehmen. Und dann haben wir Body-to-Body geschlafen, weil es hält sich dann warm. Bis der 4. Februar 1945, wie ich dann wie alle morgens meinen Papa wackerig machen wollte, habe ich gemerkt, dass er gestorben war. Und dann sind sie dann sein Leichnam sind sie sicher gekommen. Und wahrscheinlich auch eine Foto, die ich weiß, wo die Leichen an der Beam geleitet gesehen, weil ein Krematorium war nicht da, ein Fosse Commun war auch nicht da. Und dann haben sie es einfach dann unter den Beam leihen gelassen, zu verwesen. Und ich ging heute eins da gefroht, weil dann noch sind, wie die Lage befreit ging, als der 15. April 1945 durch die Engländer. Da geht dann gefroht, wie die Engländer am Anfang Lager fanden. Und die Engländer haben Lager fanden, weil immens die Verwesung, die war so stark, dass sie Kilometer weit schon gerachen. Da waren Zehntausende von Leichen waren am Gang zu verwesen. Und wenn ich mich fragt, was das mit der Leichnam von meinem Papa geschieht, dann so ich, ich bin der Meinung, dass hin an einem von den Massengräber war. Links von ihm, mit Margot Frank, rechts von ihm, mit Anna Frank. Und die drei haben da hier einen ewigen Frieden fand. Und ich weiß noch, und das ist auch ein Foto, ist, an die Fotos, die ich ging, wurde gesehen, wie so ein Massengraf beim Bulldozer am Fond gemacht ging. Den 7. April 1945, das war eine Woche, für das Lager befreit ging, von den Engländern,
haben die Deutschen versucht, so viel wie möglich Zeugen, so viel wie möglich Zeugen aus dem Weg zu schaffen. Und haben dann aus Bergen-Belsen am Anfang zwei berühmte Züge zusammengesetzt. Am ersten waren wir, da war ich dann meine Mom und mein Bruder auch rumfand. Und den Zug, den erst vom 7. bis den 13. April am Anfang immer am Kreis gefahren. Bis mit dem 13. April von den Amerikanern befreit gesehen bei Pfalz-Leben, mir dann von den Amerikanern erstmal an ein Lager geschickt gesehen. Dort hieß Leben. Das war am Anfang ein Erholungslager für SS-Leute gewesen. Und da haben sie uns alle dahin geschickt, nachdem sie für drun ausgesucht haben, geht ruhig an das allererste Dorf, was ihr seht, und guckt, ob ihr etwas zuerst fand. Und da sind die 2000 Leute, die an dem Zug waren. Die sind am Anfang an Parenthese. Wie wild Besten an die Häuser gegangen und haben alles rausgeholt, was sie konnten essen. Da ging dann den zweiten Ding, da waren wir dann zu Hillersleben, da sind ich angeschossen an mein Bein, sind ich operiert von den Amerikanern, entretan haben sie meine Mama und meinen Bruder zurückgeschickt nach Holland. Weil die Amerikaner, die haben sich gesagt, alles, was zum Beispiel ursprünglich aus Holland, Belgien oder Frankreich kam, das schicken wir zurück ans Land, wo sie am Anfang verhaftet sind. Also sind wir dann zurück, als meine Mama und mein Bruder erstens, die haben sie dann noch zurückgefahren, nur ein Kloster bei Maastricht kommen. Das ist Kadirenkeer, steht heute noch da. Und zu Kadirenkeer haben sie festgestellt, dass meine Mama und mein Bruder alle zwei Flecktyphus hatten. Ein von den größten Todesursachen zu Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, wo am den letzten Monat die Todesrate ungefähr 600 pro Tag waren. Und wie dann mein Bein geheilt war, sind ich dann auch nach Holland geschickt, auch zu Kadirenkeer, wo meine Eltern, meine Mama und mein Bruder zurückfand. Dann sind wir zurückgegangen an die Stadt, wo wir am Anfang verhaftet waren. Und da habe ich dann mein Primär, mein Sekundär, sind dann noch an die Uni gegangen. Ich habe studiert, ich habe Landwirtschaft studiert. Und habe dann an Israel geschafft, ich habe dann Amerika, Nordamerika, Zentralamerika, 17 Jahre in Südafrika. Und dann meine Frau kennengelernt, für, wir sind das Jahr 45 Jahre bestört. Und dann meine Frau kennengelernt. Und sie war ganz aktiv an dem Anti-Apartheid-Movement, sodass wir final 1973, nachdem wir drei Jahre bestört waren, die Decision geholt haben, für das Land zu verlassen. Und wir haben das Land verlassen, Südafrika, als Touristen. Und haben geguckt, wo wir hier in Europa etwas Neues können aufbauen. Und obwohl Holland natürlich die allererste Schwa war, haben wir dann geguckt und sind final mal aber auf Lützburg gekommen.